Wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine wichtige Nachrichtenmeldung. Zunächst mal möchte ich mich bei all meinen Zuschauern für das Interesse bedanken, auch für die Kommentare, für manche auch, dass sie mich abonniert haben. Das finde ich schön, dass ihr das weiterhin sehen wollt. Ich versuche das in Zukunft weiterhin gut zu machen und nicht mehr so einen Schrott zu spielen wie aktuell die Kunst des Mordens. Das wird auch abgestellt, das kann ich schon mal versprechen. Und wie gesagt, danke nochmal für euer Interesse. Dann komme ich zu einem weiteren Punkt. Das wären die Freundeseinladungen. Bitte nicht böse nehmen, aber wenn ihr meine Freunde sein wollt, habe ich da erstmal nichts dagegen, aber dann möchte ich euch doch auch bitte gern kennen. Ich habe jetzt etliche Freundeseinladungen bekommen, die ich noch nicht bearbeitet habe, weder ignoriert noch angenommen. Denn, wie gesagt, ich kenne euch nicht. Und wenn ich jemandes Freund bin, möchte ich diesen jemand auch kennen und aufgrund der Eigenschaften dieser Person beschließen, sein Freund sein zu wollen. Ich kann ja nicht einfach hier jetzt sagen, ja, ich bin euer Freund, und dann stellt sich übermorgen in der Bildzeitung raus, ihr seid ein axtschwingender Frauenmörder. Und das macht sich ja wirklich weniger gut in meinem Portfolio, wenn ich mich da bei einer Bank bewerbe, um sie in den Ruin zu führen, ja. Also bitte nehmt mir das nicht übel, ihr könnt mich gerne kontaktieren, sei es in ICQ, in YouTube, Crossfire, die Möglichkeiten gibt's, da kann man mich einfach fragen, und wenn mal jemand mit mir quatschen will, kann er das sehr gerne tun. Und hinterher können wir vielleicht auch Freunde sein und zusammen Sandburgen bauen oder weiß auch nicht, machen, ja? Gibt's viele Möglichkeiten. Punkt 3, Abos. Es gibt da scheinbar Leute, die meinen, Abos seien das Wichtigste auf dieser Welt. Das sehe ich nicht so. Natürlich freuen mich alle Abos, denn das ist ja immer ein Anzeichen dafür, dass es Leute gibt, die weiterhin sehen wollen, was ich hier fabriziere. Und für die werde ich mich auch weiterhin anstrengen, aber dann gibt es auch die Leute, die mir so Nachrichten schreiben wie, ich abonniere dich, aber nur wenn du mich abonnierst. Und da denke ich mir, warum sollte ich das tun? Wenn mich deine Videos oder deine Let's Plays oder die Spiele, die du gerade machst, im Moment nicht interessieren, warum soll ich dich dann abonnieren? Ich abonniere dich, wenn mich was interessiert. Und wenn es mich nicht mehr interessiert, abonniere ich es auch wieder ab. Also, so funktioniert das mit Abos. Also, nicht böse nehmen, ist einfach so. Wenn mich was interessiert, abonniere ich das. Wenn ich was gut finde, abonniere ich das auch. Aber wenn es mich weder interessiert und ich es auch nicht gut finde, dann werdet ihr von mir keine Abos kriegen. Das ist Quatsch. Das hilft euch nicht und mir auch nicht. Ganz ehrlich, und ich hoffe, ihr macht das bei mir nicht anders. Ja, Punkt 4, aktuelles Let's Play von Die Kunst des Mordens Geheimakte FBI ist beendet. Ich muss das nur noch hochladen und ich bin sehr froh darum. Ich weiß, wer der Mörder ist. Oh. Ja, also zumindest den Mörder, der die meisten gekillt hat. Von dem weiß ich jetzt, wer ist. Und ich plane auch schon nächstes Let's Play. Bin im Moment noch ein wenig am Überlegen, ob ich da The Legend of Zelda A Link to the Past, Bioshock oder Dead Space anspiele. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Aber beeilt euch, es kann sein, dass ich mich innerhalb der nächsten 2 Minuten schon entscheide und dann einfach damit anfange. Ansonsten bedanke ich mich nochmal, wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei den nächsten Let's Plays.